Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst gar nicht, wie viel Überwindung mich das gerade gekostet hat, jetzt so ungeschminkt, mit ungemachten Haaren, mit Augenpads direkt nach dem Aufstehen anzufangen, ein Video zu drehen. Ich möchte euch heute mitnehmen zu unserem Alltag, während Lockdown und ein Tag heute. Heute ist Montag, heute muss ich nicht arbeiten und dann wollte ich euch einfach jetzt mal zeigen, was wir dann sonst so den ganzen Tag anstellen. Heute ist das Frühstück ein bisschen unkreativ. Ich habe einmal Joghurt mit Müsli. Für den Karl habe ich Joghurt und Müsli. Muss halt nicht zusammen. Möchtest du Milch in der Müsli? Ja. Ja, Milch und meinen Kaffee. So, ich bin auch schon, ich sehe immer noch voll fertig aus, ich muss gleich ins Bad. Karl ist noch am Frühstücken und ich sitze hier schon am Laptop. Ich habe jetzt gerade meinen Drucker zum 3000. Mal mit dem WLAN verbunden. Ich bin nämlich schon dabei, die ersten Punkte meiner To-Do-Liste abzuarbeiten. Ich habe gerade ein Telefonat erledigt, habe jetzt gerade hier 3 Dokumente aufgesetzt. Meine Haare gemacht und mich ein bisschen geschminkt. Ich bin aber mit meinen Haaren noch nicht ganz zufrieden. Die sind gerade irgendwie sehr. Die haben gerade sehr viel Eigenleben. Ja, was ist das denn hier Cooles? Ja, wie ihr vielleicht schon seht, wir haben echt nochmal übelst umgeräumt. Wir sind aber auch noch mittendrin. Es fehlen noch einige Möbel. Das Problem ist, dass halt Ikea jetzt nicht offen hat. Wegen logischerweise Lockdown und so. Und wir somit nicht weitermachen können. Erstmal noch eine Maschine Wäsche anstellen. Die Spülmaschine läuft schon. Hier drüben ist noch ein Haufen Wäsche zu falten, also das hier oben. Ich habe, wie ihr gesehen habt, hier auch nochmal Staub gesaugt. Karl ist hier am Spielen im Übrigen. Und erst wenn ich den ganzen Haushaltskram gemacht habe, kümmere ich mich dann um meine To-Do-Liste. Wie gesagt, kein Stress, kein Druck oder so. Ich muss vor allem noch Telefonate erledigen. Ich muss noch ein paar Termine festlegen sozusagen und dementsprechend ist es jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, von irgendwas abhängig, dass ich das halt unbedingt Vormittag mache oder sowas. Genau, wenn ich mit dem ganzen Haushaltskram und so fertig bin, gucke ich mal auf die Uhr, dann werde ich wahrscheinlich schon mich ans Mittagessen machen und muss mir dafür nämlich auch gerade noch was überlegen, was wir dann essen. Wir haben hier Nudeln, das sind sogar relativ viele und hier hinten habe ich eine Käse-Tomaten-Soße, ich überlege gerade, ob noch irgendwas, ja, eine Käse-Tomaten-Soße mit sehr viel Käse, die ist auch sehr schleimig. Genau, wir werden jetzt also Mittag essen. Eine trockene Nudel. Was hast du da? Eine trockene Nudel. Ja, Kai kriegt immer trockene Nudeln, wenn ich Nudeln koche. Wir haben es geschafft zu essen und Karl hat jetzt hier so ein Viertel von so einem Riesen-Ü-Ei bekommen und ich habe gerade die Figur zusammengebaut und ich glaube... Komm mal! Ja, ich glaube, er ist jetzt erstmal noch 3 Stunden beschäftigt damit, zum einen die Schokolade zu essen, zum anderen damit zu spielen. Und in der Zeit widme ich mich mal dem hier, räume den aus, der ist nämlich fertig geworden. Die Waschmaschine, seht ihr, ist auch gleich fertig. Und dann sortieren wir uns mal, weil wir müssen auf jeden Fall heute nochmal raus. Also zum einen halt wirklich was erledigen, aber zum anderen auch einfach mal die Wohnung verlassen, frische Luft und so. Ist ja schließlich gesund. Du musst es so falten. Kann machen. Und dann kannst du wieder da reinstecken. Genau. Deswegen erledige ich jetzt mal alles noch. Hier ist übelst kalt. Ich habe vorhin das Fenster aufgekippt, als ich gekocht habe, weil es hier immer so sehr und so schnell drin beschlägt. Und dann habe ich die Heizung ausgemacht. Jetzt ist mir schon wieder kalt.
ich hänge jetzt schnell die Wäsche auf. Ich habe meinen Einkaufszettel schon geschrieben. Und wir werden dann gleich, wenn die Wäsche fertig ist, also aufgehängt ist, wenn wir mal eben zu Lidl fahren, weil wir brauchen hauptsächlich so Obst und Gemüse. Und da finde ich das Angebot bei Lidl nach wie vor immer noch am allerbesten und frischesten, günstigsten. Und ja, genau. Wir haben jetzt auch so, es ist ja jetzt, naja, um eins. Es ist Montag. Ich hoffe, dass jetzt dann, wenn wir dort sind, nicht so viel los ist, uhrzeitbedingt. Nein, Mami. Okay. Schule, Mami. Dann klebt es doch in dein Malbuch oder so. Ist immer schön, wenn überall Aufkleber dabei sind. Ich liebe das nicht. Wir sind wieder da. Wir waren jetzt, ja, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich wollte euch jetzt einen kleinen Supermarkt-Haul geben, wenn hier nicht der Karl wieder was klauen würde. Ich habe jetzt wirklich Obst, Gemüse, Brot, Brötchen, ein bisschen Kleinkram und Brotbelag geholt. Das war's. Wir haben einmal Erdbeeren, Blaubeeren. Dann habe ich 2 Päckchen Tomaten, einmal Waschmittel. Ich nehme immer dieses Feinwaschmittel, weil das von dem Preis pro Waschladung her das günstigste ist. Und mir ist das eigentlich vollkommen egal. Hauptsache meine Wäsche wird sauber. Deswegen nehme ich immer einfach das billigste Waschmittel. Ist wirklich so, sowohl bei DM als auch bei Lidl oder im Kaufland. Ich gucke immer, was hat den geringsten Preis pro Waschladung und von Temperaturbereich her, wie ich wasche, also was weiß ich, 30 bis 60 Grad ist drin, dann nehme ich das billigste. Mal helles Toastbrot, Aufbackbrötchen, einen Eisbergsalat hatte ich übelst lang nicht mehr. Ich habe generell schon ewig keinen Salat mehr gegessen, habe ich so festgestellt. Nochmal Aufbackbrötchen. Nochmal Aufbackbrötchen. Hühnchenwurst mit so Kräutern. Dann haben wir einmal hier Blaubeertee, den hatte ich schon mal, den finde ich übelst lecker. Vegetarische Wurst, die finde ich auch sehr lecker, weil da finde ich die, also dieselbe mit Fleisch nicht so gut. Dann haben wir eine Gurke. Ich habe festgestellt, Gurken sind zurzeit recht teuer, weil der Winter ist. Käse, großen Beutel Möhren. Ich wollte mal vielleicht eine Möhrensuppe machen und hier habe ich noch eine Zwiebel. Da kaufe ich eigentlich immer so die Gemüsezwiebeln. Ein Beutel Kartoffeln. Da wollte ich nämlich Bratkartoffeln mal machen. Ich habe auch einen Kürbis. Ich wollte auch mal eine Kürbissuppe machen. Genau, Salami, also Hühnersalami. Eine Zitrone. Ich hatte nämlich eine Zitrone da. Wollte eigentlich da frische Zitronenlimonade. Ich wollte frische Zitronenlimonade selber machen und habe aber die Zitrone dann zum Backen gebraucht. Da habe ich noch Bananen, eine Mango, die wahrscheinlich in 3 Jahren erst reif ist, nochmal dunkles Toastbrot und für die Suppengemüse. Ja, das war's. Und ich habe insgesamt, ich glaube, 35 Euro bezahlt. Das geht übelst klar dafür, dass es so viel frisches Obst und Gemüse ist. Hier ist Obst, unten sind Tomaten, dann habe ich noch Erdbeeren, Blaubeeren und Gurke. Und hier hinten habe ich noch für jeden von uns so eine Tasse von dem Tee, aber der muss eh noch ein Stückchen ziehen. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Punkte von meiner To-Do-Liste innerhalb von kürzester Zeit abgearbeitet. Telefonate erledigt, E-Mails geschrieben, was weiß ich. Und, was soll ich jetzt sagen? Achso, jetzt sind auf meiner Liste nur noch 2 Sachen. Das eine ist, dass ich das Bad mal durchwischen wollte. Ich habe das zwar neulich geputzt, aber wir waren draußen im Schnee, als es halt geschneit hatte. Und danach sind wir mit Schuhen ins Bad, weil wir alle komplett klitschnasse Sachen hatten. Und da haben wir alles ins Bad gehängt. Und da sind wir auch mit dreckigen Schuhen rein. Und Karl hat vor allem auch Schnee mitgebracht und so. Deswegen wollte ich das Bad mal durchwischen. Ich glaube, das werde ich jetzt noch machen. Und ein weiterer Punkt ist ein Workout. Ich habe jetzt immer innerhalb der Woche, also wenn ich nicht arbeiten war, jeden Tag ein Workout von 20 Minuten oder 2. Oh, das kriege ich nicht mehr raus. Ein Workout von 20 Minuten oder 2 von 10 Minuten gemacht. Und das hat mir echt Spaß gemacht, das hat mir echt gut getan. Und auf der Straße ist einiges los. Autos, Lastwagen und Busse sausen vorbei. Der Junge auf dem Fahrrad kommt nur langsam voran. Was repariert die Mechanikerin? Auto. Wo denn? Da. Und was an dem Auto ist kaputt? Ein Rad. Da steht ein Ersatzrad, ne? Da fährt. Wo ist denn das Fahrrad? Da. Und das Motorrad? Da. Und das Taxi? Da. Und der LKW? Da. Wie das heißt? Lastwagen? Meinst du das? Ja. Ein Auto hat 4 Räder und einen Motor. Die Räder drehen sich und das Auto fährt los. Guck mal, du kannst hier mal an dem Rad hier drehen, an der Seite, dann drehen sich die Räder von dem Auto da. Genau.
So, ich habe schon lange aufgegessen. Ich habe 2 Schüsseln voll das vom Mittag gegessen und Karl ist gerade immer noch an seiner ersten Schüssel. Nein gesagt. Du hast Nein gesagt. Wann hast du Nein gesagt? Wenn wir hier das Thema Essen dann mal erledigt haben, dann mache ich Karl Bett fertig, bringe ihn ins Bett und dann sehen wir uns wieder. Ja. Ja? Machen. Isst du bitte auf? Nein. Oh, ich glaube schon. Nein. Ich glaube schon. Nein. Hm, doch. Nein. So, wir sind soweit fertig. Karl ist Bett fertig. Wo sind die Tiere? Hier ist eine Robbe. Huch, hier ist die Ratte. Wir schauen jetzt noch eine Folge Peppa Wood. Dann geht's ins Bett für den Karl und dann gucke ich mal, was für mich noch auf die Liste, auf der Liste steht. Ich muss auf jeden Fall noch mal einiges am Laptop machen. So, ich muss jetzt ganz leise sein, weil der Karl ist gerade erst ins Bett und ich habe mir jetzt das Babyfutter. Ich habe alles, was ich brauche, mir hierher geholt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und werde jetzt mal anfangen, das zu erledigen, was ich machen muss. Oh Gott, ich wollte gerade anfangen zu filmen und habe ein Selfie gemacht. Das muss ich mir gleich mal angucken. Ich bin übelst müde. Ich habe noch Video geschnitten, dann noch gefacetimed. Jetzt wollte ich eben noch schnell was essen. Und ja, dadurch, dass ich mit Karl oft so zeitig esse, gibt es dann bei mir manchmal noch ein zweites Abendbrot. Also nichts Großes so. Aber ich hatte jetzt übelst Bock, oder ich habe jetzt übelst Bock auf so Tomate und Gurke. Ja. Genau. Boah, ich bin so fertig, ey. Ich habe mir jetzt auch überlegt, beziehungsweise ich habe gerade rausgefunden, woran das liegt. Ich bin gestern kurz nach Mitternacht ins Bett. Okay, und heute, glaube ich, habe ich bis 9 geschlafen. Aber ich habe vom Wochenende noch so ein Schlafdefizit. Das, oh, nee. Ich werde das jetzt auf jeden Fall nachholen. Es ist jetzt kurz nach 10. Ich esse jetzt noch schnell was, mache mich Bett fertig, soweit und gehe schlafen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich verlinke wie immer das letzte unten drunter. Das ist, wie ich schon angesprochen habe, die Abendroutine. Deswegen habe ich das heute halt dann, also den Teil für abends einfach ziemlich abgekürzt, weil ihr das in dem Video davor sehen könnt. Und das habe ich vor, naja, 4 Tagen oder so gedreht. Also es ist wirklich noch nicht lange her. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr auch jetzt aktuell so zu Hause seid oder nicht jeden Tag arbeiten müsst oder was auch immer, was ihr dann so den ganzen Tag anstellt, vor allem auch mit kleinen Kindern, wenn der Kindergarten jetzt halt zu hat und ihr keinen Anspruch auf Notbetreuung habt, so wie es bei mir halt der Fall ist. Genau, ich würde mich auf jeden Fall über Kommentare freuen und natürlich auch, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.